Heute, ja, hast du jetzt vielleicht meinen Kanal gefunden und wir werden die dritte Rauhnacht beleuchten. Heute haben wir den zweiten Weihnachtsfeiertag und genau so kannst du auch in dieser Nacht wieder räuchern für dich und Dinge klären. Vielleicht nimmst du dir einen Zettel und einen Stift, gehst in die Meditation und reinigst Altes raus. Wir begeben uns in den Monat März von 2023 für dich. Genauso werden wir eine Seelenbotschaft bringen und auch, was so der März dich erwartet, mit den beiden Kartensets. Und ganz, ganz wichtig, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und vielleicht spürst du den Impuls, irgendwelche Kommentare zu schreiben und vielleicht zu liken, Daumen hoch oder irgendwie ein Commitment machen für mich, sodass andere auch meine Botschaften finden können. Ich würde mich sehr darüber freuen, dass du dann auch natürlich mein Video teilst. Fangen wir mal an. Wisst ihr, was für mich so kommt als Botschaft für den März? Hört auf, die ganze Zeit nur an Geld zu denken und an diese materielle Ebene. Hört auf, an das Ich zu denken, sondern geht und achtet, habt Respekt den anderen gegenüber. Hört auf mit euren ganzen Tralala, ja? Das ist ganz, ganz wichtig für März und für das neue Jahr, weil wenn es immer nur um ich geht, wie willst du von den anderen auch was bekommen? Ich brauche das, ich will dies, ich will jenes. Und wie achtsam bist du den anderen gegenüber? Das ist meine Botschaft an dich, weil solange du nicht das einhältst, was du von anderen erwartest, brauchst du gar nicht erst damit anfangen. Und was möchte deine Seele dir sagen? Deine Seele? Deine Seele schreibt gerade mir so entgegen und dann gucken wir mal, was deine Seelenbotschaft mir sagt. Ich liebe dich. Ja. Es geht nicht um das Ego, ich. Es geht um ich liebe dich. Und wenn du mal die Liebe so betrachtest, das ist eine, wie eine Erleuchtung. Ja? Und da geht es nicht darum, welche Vorteile ich von irgendwas habe. Da geht es einfach darum, im Herzen zu sein und zu sagen, ich liebe dich. Wenn du jetzt so da sitzt und ich zu dir sage, ich liebe dich, was empfindest du dann? Geht es in dein Herz hinein? Kannst du das überhaupt annehmen? Ich liebe dich. Also, falls du das nicht annehmen kannst, bist du nur in deinem Verstand. Und ich rate dir für den März, weil der März ist der Monat der Liebe, Amore, wirklich in die absichtslose Liebe zu gehen, anderen Menschen gegenüber. Und dann kannst du auch, was im Außen passiert, im Inneren selbst die Bewertschätzung und Respekt, ne? Du kannst nicht nur erwarten, dass du Respekt von mir bekommst. Nein, du musst dir den Respekt selber geben. Du musst dir die Liebe selbst geben. Und somit hörst du auf, aus diesem Mangel zu handeln. Ja, wenn du in diesem riesen Mangelzustand bist, kannst du gar nicht lieben. Und es geht wirklich, in dein Herz zu gehen. Aus dem Mangel heraus. Das möchte dir deine Seele sagen und lade das hier, hast du heute die Chance, wenn du auf dieses Video kommst, egal wann, geht es um dich, ich liebe dich zu sagen. Jeden einzelnen Menschen, den du siehst, auch wenn es dein größter Feind bist. Du bist vielleicht selber dein größter Feind, weil du zu hohe Erwartungen an dich hast, so hohe, du willst und kannst es gar nicht erfüllen. Schraube das runter. Das war deine Seelenbotschaft für den März und wir kommen zu den Karten, die dann nochmal das Ganze reflektieren. Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich diese Karten benutze, danach geht es nur um diese Seelenbotschaften für die anderen Rauhnächte. Atme ein und atme aus, schüttel alles ab, deine ganze Wut, dein ganzes... Diese Karte wollte irgendwie raus.
Es geht um Liebe. Da brauche ich auch gar keine andere Karte ziehen. Und das hat ja auch deine Seele gesagt. Liebe, Liebe, Liebe. Ich liebe dich, ich liebe mich. Ich liebe dich, ich liebe mich. Diese Manifestation ist für den März. Amen.